Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht es um den Cargo Refactor. Im letzten Let's Talk haben wir ja ein bisschen übergesprochen über die 3.18 und warum sie so ziemlich alles im Spiel verändern wird und ein Teil der 3.18 ist ja der Cargo Refactor selbst und deswegen will ich heute mal ein bisschen spezifisch darauf eingehen, aber nicht nur, was der speziell in 3.18 macht, sondern auch vor allem so ein bisschen, versuchen zu erklären, was das soll, also was bringt es in die Zukunft auch hineingesehen, also was macht er möglich für spätere Patches, für 3.19, für 4.0, für noch spätere Patches bis hin zum Release. Schreibt gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich weiß, der Cargo Refactor ist sicherlich ein eher diskutables Thema für viele Leute. Ich habe da ganz viele Fragen zu bekommen. Man müsste eigentlich mal ein großes Q&A dazu machen, aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh, weil wir wissen noch nicht die ganzen Details. Deswegen schreibt einfach eure Sicht und eure Ansichten und Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Und wir fangen mal an, ganz allgemein erstmal. Also Cargo Refactor an sich bedeutet erstmal nichts anderes als, dass das gesamte Frachtsystem in Star Citizen komplett gereworked wird. Es wird also neu gemacht. Das bestehende Cargo-System sieht da so aus, dass wir, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, wir fliegen irgendwo hin, drücken auf den Knopf, wir kaufen irgendwas ein, dann ist es im Frachtraum drin und dann gehen wir ins Schiff zurück und fliegen zur Station, wo wir hinwollen oder zur Börse, drücken wieder auf den Knopf und dann ist es wieder raus. Also so ein bisschen, ja, sehr easy. Im Prinzip so wie bei den meisten anderen Space-Games auch oder auch bei anderen Spielen, wo man halt Waren kaufen und verkaufen kann. Der Gewinn ist immer dann die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufpreis und, was ganz, ganz wichtig ist, erstmal für den Hinterkopf, das brauchen wir dann nachher gleich, es ist aktuell ja so, dass wir die Waren nicht zwischenlagern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir verkaufen sie immer postwendend quasi, also sofort, so schnell wie es eben möglich ist. Und das liegt natürlich daran, dass wir die Waren zum einen gar nicht richtig zwischenlagern können, zum anderen, es bringt auch eigentlich keinen relevanten Vorteil, das zu tun, selbst wenn es aktuell gehen würde. Ich nehme an, dass mit 3.18, hatte ich schon im letzten Video gesagt, Quantum auch sich um das Trading kümmert. Das heißt also auch, dass dann die Warenmengen, die Refresh-Raten und auch die Preise dynamisiert werden. Das werden wir noch sehen, ob das so ist, aber irgendwann wird es auf jeden Fall so passieren. Und das heißt, dass dann die Quantum-Simulation, die soll ja tausende und Millionen von NPCs simulieren, die ja gleichzeitig überall traden und Dinge tun, dass dann quasi Angebot und Nachfrage sehr dynamisch sich verändern werden aufgrund des Pseudo-NPCs-Handels sozusagen. Und die Spieler nehmen eben dann daran teil. Das ist also die letztendgültige Idee beim Trading, dass wir also so ein KI- und NPC-gesteuertes Trading haben, wo die Spieler daran teilnehmen können. So, was hat all das jetzt mit dem Cargo Refactor eigentlich zu tun? Das Problem ist, CRG will ja kein belangloses Spiel haben. Und CRG will keine Mechanik im Spiel haben, wo man einfach nur ein Knöpfchen drückt und dann ist es erledigt. Das soll alles nach Möglichkeit rausfallen und soll durch tatsächliche, echte Gameplay-Mechaniken, durch haptisches Gameplay vor allem, ersetzt werden. Und genau das ist am Ende der Cargo Refactor. Denn der Cargo Refactor physikalisiert die Fracht. Das heißt, die Fracht, die wir ins Schiff reinladen, ja, ist dann eben wie eine echte Kiste, die man auch bewegen kann. Die ist nicht mehr rein teleportierbar einfach so, sondern man muss sich eben dann mit der Fracht ein bisschen auseinandersetzen. Also sich die Frage stellen, wie kann ich denn jetzt beispielsweise meine Caterpillar mit welchen Hilfsmitteln beladen und wie kann ich das Ganze möglichst sinnvoll umsetzen, um sie auch möglichst schnell zu beladen. Und viele Leute haben genau aus diesem Grund auch große Sorgen, weil sie halt sagen, hey, das ist doch kacke, da muss ich dann 2-3 Stunden lang warten, bis irgendwelche NPCs mein Schiff beladen haben oder auf anderen Wegen, das ist ja total umständlich, das Ganze zu machen. Und das stimmt auch teilweise, es wird auf jeden Fall dazu führen, dass es länger dauert. Also dieses instantane, sofortige Beladen von Schiffen wird vielleicht schon direkt mit 3.18, aber auf jeden Fall irgendwann später ausfliegen. Es ist halt einfach zu belanglos. Es ist kein Risiko dabei, dass vielleicht während des Frachtens irgendwas schief geht, ne, beim Be- und Entladen. Es ist auch kein richtiges Gameplay, auf ein Knöpfchen zu drücken, ehrlicherweise. Und naja, es soll ja eine Berufsmechanik sein. Der Cargo Refactor geht aber noch einen ganzen Schritt weiter und macht ja auch beispielsweise möglich, dass Piraten uns abfangen können im Weltraum und dann uns die Frachten klauen können. Ja, mit Distortion-Waffen beispielsweise oder mit EMPs unsere Schilde runter und unser Schiff lahmlegen.
Triebwerke vielleicht sogar zerstören oder eben mit einem Quantum-Jammer uns rausziehen oder anderen Wegen. Das sind ja alles Mechaniken. Die bauen ja darauf auf, dass es die Möglichkeit gibt, dass man das machen kann. Also das heißt, es ist auch wirklich wichtig für Outlaw-Gameplay, für Piraten-Gameplay, aber auch für Security-Gameplay, weil vielleicht gibt es ja irgendwelche Drogenschmuggler und was weiß ich was für Leute, Waffenhändler, die illegal irgendwas tun, die man als Polizeikraft oder als UI-Kraft ja auch abfangen können muss. Und dann ist es halt immer doof, die nur wegzuschießen. Also die meisten Spiele machen das ja in der Regel so, dass sie sagen, da ist ein illegaler Frachter, den musst du wegschießen und dann spawnt dann eine Fracht, die musst du dann vielleicht holen. Und CRG will das halt ein bisschen komplexer haben. Es ist halt CRG, es ist halt Star Citizen und will halt ein richtiges Boarding erlauben. Das heißt, wir boarden dann also entweder als Pirat oder eben als Security-Kraft vielleicht irgendwelche Frachtschiffe, von wem auch immer, und legen die lahm, nehmen die Crew vielleicht noch gefangen oder anderweitig, vielleicht schießen wir sie auch weg. Und nehmen uns dann die Fracht haptisch raus. Es ist also wichtig für CRG, und das muss man eben verstehen, dass wir ein haptisches Gameplay haben. Das ist sozusagen das eigentlich Entscheidende, dass wir die Dinge in die Hand nehmen oder irgendwie mit einem Traktorstrahl bewegen oder mit einem Fahrzeug die Sachen rausholen oder reinschaffen, wie auch immer. Die andere Seite ist das Balancing der Schiffe selbst. Denn die Raumschiffe in Star Citizen haben ja verschiedene Frachtgrößen und es wäre ja albern, wenn die alle nur per Knopfdruck beladen würden, denn dann würde man ja nur das größte Schiff nehmen, logischerweise. Ne? Zum Beispiel ein Hercules C2 oder ein anderes Schiff. Das Balancing der Schiffe sieht aber so aus, dass jedes Frachtschiff oder generell jedes Schiff, was Frachtraum hat, verschiedene Möglichkeiten haben soll, dass es beladen wird. Ich mach mal ein Beispiel, eine kleine Avenger, da brauchst du kein großes Gerät, dann nimmst du einen Traktorstrahl und stellst die 8 SDU-Kisten da einfach rein. Ne? Das ist gar kein großes Thema. Eine Cutlass Black, das wird schon wesentlich länger dauern, ne? Mit dem Traktorstrahl geht aber auch noch. Das Schöne ist bei der Cutlass Black, sie hat Traktorstrahlen selber am Schiff dran. Das heißt, sie kann also einfach vom Pilotensitz aus oder wo auch immer das dann halt funktioniert, Frachtkisten von außen ansaugen und in den Frachtraum reinschieben und man muss nicht mehr die mit dem Handgerät bewegen. Denn das Handgerät soll ja auch ein bisschen schlechter sein, ne, Balancing-Aspekt, als die Raumschiffstraktorstrahlen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. So, genauso bei einer Caterpillar, die hat auch eigene Traktorstrahlen und wird also auch entsprechende Vorteile haben, während eine Hercules C2 beispielsweise das nicht hat. Eine Hercules C2, die hat keinen einzigen Traktorstrahl, also muss man irgendwie dort reinfahren, aber das geht ja. Das ist also der Vorteil der Hercules, dass man reinfahren kann, von vorne und von hinten, und dann mit Gabelstaplern oder mit anderen Vehikeln das Raumschiff dann doch relativ schnell beladen können wird, aber eben auf eine andere und vielleicht je nach Situation schlechtere oder manchmal auch bessere Variation, je nachdem. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Weltraum Frachtkisten rumliegen hast, da wird das schwierig, das mit einem Gabelstapler zu machen. Da muss man halt irgendwie einen Traktorstrahl haben oder ein Cargo-Raumschiff, was so eine einzelne Kiste sich holen kann und dann in die C2 reinfährt. Zum Beispiel der Argo MPUV Cargo, ne? Der wäre dann dort die richtige Variante. Dauert aber auch eine Weile, weil der so viel kann der auch nicht schleppen. Also das, ne, das ist alles, am Ende ist es also eine Kombination aus, wir wollen haptisches Gameplay, wir wollen belangenvolles Gameplay haben, also dass die Spieler sich mit ihrem Beruf, mit ihrer Spielweise auseinandersetzen. Wir wollen skilliges Gameplay, also dass es belohnt wird, nicht, dass man einfach nur viel Zeit hat und warten kann, sondern es soll belohnt werden, dass man das, was man macht, gut macht und klug ist dabei und das, eben die richtigen Werkzeuge dabei hat, sich ordentlich vorbereitet hat und. Wir haben Multicrew-Gameplay mit dabei, was da reinspielt, weil sie bauen ja ein MMO. Und es wäre ja albern, wenn ich eine Hercules C2 Solo oder auch eine Caterpillar innerhalb von ein paar Sekunden beladen kann. Dann brauche ich keine Crew mehr. Ne? Also es geht also auch in die Richtung MMO bauen. Ich brauche eine Crew, ich muss mich mit anderen Leuten absprechen. Förderung von Gilden, von Orgas, von generellen Multiplayer- und Multicrew-Aspekten. Und es geht eben auch dann letztendlich um das Schiffsbalancing. Welches Schiff nehme ich eigentlich? Weil viele fragen immer so, soll ich meine Hercules auf eine, nee, Quatsch, soll ich meine Caterpillar auf eine Hercules upgraden? Die ist ja schneller, die ist ja besser unterwegs und so weiter. So, und das ist halt gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Schiffe haben eben durch diese ganzen Dinge verschiedene Vor-, aber auch Nachteile. Und man muss eben dann sich die Frage stellen, was will ich machen?
was brauche ich da vielleicht für ein Raumschiff für? Nehme ich jetzt eine Caterpillar oder nehme ich doch lieber die Herkules? Ne? Gerade wenn ich Fahrzeuge transportiere, muss ich ja quasi Herkules nehmen. Wie viele Leute brauche ich denn für meinen Einsatz, den ich hier vorhabe? Wie viele NPCs kann ich noch vielleicht mit reinholen, die kleinere Aufgaben übernehmen? Und. Also ne, das ist so ein Komplettpaket, wo alles miteinander so ein bisschen zusammenhängt. Und wenn ich es eines davon weglasse, dann mache ich die anderen wieder obsolet. Ne? Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Ich kann trotzdem verstehen, dass Leute natürlich sagen, es ist irgendwie kein, oder für mich ist es kein Gameplay, dass ich da irgendwie jetzt Kisten schleppen muss. Aber das ist auch gut so, weil dann macht man es halt nicht. Ne? Es soll ja auch nicht jeder alles machen und nicht jeder mag alles. Und man wird am Ende sehen, wie viel Spaß es macht. Natürlich muss es am Ende irgendwie sinnvoll sein und irgendwie das Spiel voranbringen. Und Spaß eben machen beim Zocken. Aber es gibt genug Leute, die das machen. Genauso wie andere sagen, ach nee, Dogfight ist überhaupt nichts für mich. Ich will nicht rumfliegen und kämpfen. Nö, dann lässt man es halt, macht man was anderes. Mining oder eine Base bauen später oder was auch immer. Jeder soll so ein bisschen seins finden können und in diesem Bereich dann Spaß haben, vorankommen und das Ganze ja auch so weit treiben, wie er oder wie sie das möchte. Ne? Also das nur mal so ganz allgemein vielleicht nochmal. Der Cargo Refactor wird ja dann so funktionieren, dass wir also zum Beispiel Waren kaufen. Ne? Nehmen wir mal dieses simple Beispiel. Wie kaufen wir mit Cargo Refactor eigentlich Waren? Ne? Wie es jetzt geht, wissen wir ja. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass ein Außenposten, der hat ja jetzt schon, wenn man dorthin fliegt, diverse Kisten stehen oder auch Container stehen und andere Dinge. Die sind aber aktuell nur Assets, die der Grafik dienen. Also sind nicht benutzbar. Ich vermute, dass CRG später dazu übergehen wird, vermutlich noch nicht mit 3.18, aber später, diese Kisten und Container wirklich auch zu physikalisieren. Der Grund ist der, sie wollen gerne, dass alle Waren, alles, was es im Spiel gibt, auch wirklich im Spiel vorhanden ist und auch wirklich im Spiel hergestellt und gemacht wird. Und da kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn ein Raumschiff einen Refresh hat, dann muss ja dieser Refresh irgendwo herkommen. Wo kommt der Refresh her? Nun, er kommt eben von diesen Minen, zum Beispiel von diesen Bergbauanlagen, die bei einer Arkop Mining Area ne, im Boden sind und da rumpumpen. Das heißt, wir haben also irgendwann NPCs, die vielleicht, können wir das sogar dann sehen, irgendwelche Kisten zusammenpacken. Also das müssen wir wahrscheinlich nicht machen. Das müssen wir vielleicht bei einer eigenen Base, wenn wir sie mal bauen, machen. Werden wir noch sehen. Aber diese normalen NPC-Außenposten, die machen das selber. Wenn keiner da ist, wird das also trotzdem passieren. Aber wenn Spieler jetzt dorthin fliegen und sich das angucken, dann müssten dort theoretisch NPCs sein, die ja einen großen Container vor sich haben und dann Kisten da hin und her schleppen und das so befüllen oder mit dem Fahrzeug das Ganze befüllen oder anderweitig machen. Es kann auch sein, dass sie es einfach hinspawnen. Das ist auch möglich, das werden wir auch sehen, wie sie das haben wollen. Aber ich gehe eher davon aus, dass sie es nicht einfach nur hinspawnen wollen, weil Spawning ist immer die einfache Lösung, aber die ist irgendwie uncool. Die ist auch nicht immersiv. Da kommt so aus nichts heraus, plopp, halt so eine Kiste. So, mit anderen Worten, der Cargo Refactor würde erstmal ermöglichen, dass wir grundsätzlich, wenn wir zu einem Posten hinfliegen, schon anhand der Kisten und Container, die draußen stehen, sehen, wie viel ist denn an Ware da. Ne? Vielleicht sehen wir sogar, was es für eine Ware ist. Die Dinger sind ja immerhin auch beschriftet. Dann fliegen wir hin und kaufen dann ganz normal am Display oder beim NPC Waren ein. Dann stellt sich als nächstes mal die Frage, wie viel gibt uns der denn? Weil aktuell können wir quasi unbegrenzt kaufen, so viel wie da ist. Das wird aber vermutlich in Zukunft auch anders sein, weil NPCs sagen, ich traue dir jetzt nicht gerade zu, diese ganzen Waren hier zu transportieren. Also hat sie natürlich auch schon mal gesagt, es wird übers Fraktionssystem irgendwie ja geregelt. Das heißt, es kann sein, dass ein NPC dann auch sagt, du kriegst halt nicht so viele Waren, ne? Du kriegst halt nur einen Bruchteil davon, weil ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was du damit machst oder wie auch immer. Wird auch auf die Ware drauf ankommen natürlich, aber gerade wertvolle Waren, irgendwelche radioaktiven Waren vielleicht oder andere Dinge, die wird man nicht einfach so in riesigen Mengen kaufen können. Ja, ist ja auch im Real Life so, selbst wenn ich ganz viel Geld habe und ich fahre irgendwo hin, keine Ahnung, ich fahre zu einer Ölbohrinsel und sage hier, ich gern alles Öl, was ihr habt, das geben die mir nicht. Die haben ja Verträge mit anderen Händlern und die müssen sie einhalten und so weiter und so fort. Ne? Also das ist das eine. Das andere ist, wenn ich dann was kaufe, ich kaufe zum Beispiel einen Container Laranit als Beispiel mit 16 SCU drin in diesem Container, dann ist es so, dass vermutlich einer der Container, der draußen steht, der ist ja schon befüllt worden, vorher von NPCs, dass der dann für mich quasi freigeschalten wird. Das heißt, ich kann den dann legal entnehmen. Ob man auch
piraterisch das Zeug entnehmen kann, ist fraglich, durchaus aber denkbar. Das heißt also auch ohne Kauf müsste ich ja theoretisch in der Lage sein, diese Container, die draußen stehen oder die halt in irgendeinem Frachtraum sind von der Station oder sonst wo, mir theoretisch auch zu klauen, so einen Überfall zu machen. Das müsste also alles gehen, aber wir gehen jetzt mal vom legalen Fall aus. Ich kaufe einen Container, kriege die Erlaubnis und dann kann ich den mir nehmen. Dann muss ich diesen Container also irgendwie in mein Schiff reinkriegen. Das heißt, diese Station muss über irgendwelche Möglichkeiten verfügen, zum Beispiel eben einen Gabelstapler oder andere Hilfsmittel, vielleicht haben die auch einen Kran und ähnliches, um dann mir die Möglichkeit zu geben, das ins Schiff einzuladen und zwar manuell. Genauso wird es aber auch die Möglichkeit geben, hat jedenfalls CRG gesagt, dass das die NPCs machen. Das heißt, ich kann also auch den NPCs bezahlen, die dann die Ware für mich verschiffen, also in mein Raumschiff reinbringen. Das wird aber ganz, ganz stark darauf ankommen, zum einen, wo kaufe ich? Ja, vielleicht gibt es Posten, die haben halt einfach keine Mitarbeiter, die haben nichts, da sagen die, kümmere dich, ne? Kann sein. Es kommt darauf an, wie groß das Schiff ist. Wenn es nur eine kleine Avenger ist, dann werde ich vermutlich die selber beladen und keine NPCs dafür brauchen. Wenn ich jetzt eine große Caterpillar beladen will oder eine Herkules oder was anderes, dann brauche ich vermutlich schon ein bisschen Hilfe von dem Shop. Und es kommt natürlich auch ganz, ganz stark darauf an, ja, wie rentabel ist das dann noch? Denn wenn ich die Hilfe von NPCs in Anspruch nehme, muss ich dafür bezahlen, logischerweise. Und das schmälert ja meinen Gewinn. Und es kann dann tatsächlich sein, dass es sich einfach nicht lohnt, aufgrund der NPCs, aufgrund der Zeit, die ich dafür brauche, diesen Trade überhaupt noch zu machen, weil die Marge so gering ist. Und wir wissen schon, dass es auf jeden Fall Fraktionsrabatte geben wird. Haben wir gesehen von CRG selber, dass je nachdem, wie hoch man bei einer Fraktion ist, die Mitarbeiterbezahlung dann entsprechend günstiger ist. Also mit anderen Worten, die verlangen mehr Geld von dir fürs NPC-Beladen, wenn sie dich nicht kennen und weniger, wenn sie dich kennen. So, auf irgendeine Weise, ob nun manuell selber oder mit der eigenen Crew oder mit NPCs oder über einen Automatisierungsmechanismus, wird man dann also dann diesen Container in sein Schiff reinladen. Dann ist der ganze Weg normal, wir fliegen dann dorthin, wo wir hinwollen und dort verkaufen wir das Ganze. Was interessant ist, wir wissen, dass sie an diesen Frachtfahrstühlen oder Frachtkränen arbeiten. Wir kennen das zum Beispiel aus der Merchantman, wir kennen es aber auch aus den Hangars. Vielleicht haben wir sogar schon demnächst irgendwelche Frachtkräne in den Hangars drin. Wird man mal sehen, ja, die müssten ja irgendwo angebracht sein. Und mit diesen Frachtkränen, ja, kann ich dann entweder manuell oder wieder mit NPCs, also das gleiche Spielchen wie beim Shop, mein Schiff dann entladen. So, und dann kommen die persistenten Hangars ins Spiel, denn ich kann ja auch sagen, ich entlade das jetzt noch gar nicht für den Moment, weil vielleicht sind die Preise gerade doof, sondern ich speichere das zwischen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein wird beim Trading-Gameplay, denn wenn ich einfach nur immer von A nach B fliege und handel, dann ist das irgendwie auch wieder ein bisschen belanglos. Es macht also Sinn, dass der Händler für maximalen Profit jedenfalls irgendwo hingeht, wo gerade viel von der Ware da ist und wo auch die Preise gerade im Keller sind und das Zeug kauft und dann zwischenlagert in seinem persistenten Hangar. Das heißt, wir nehmen also unsere Caterpillar, fliegen mit der nicht zur Börse, sondern in unseren eigenen privaten persistenten Hangar rein, entladen dort die Ware, stapeln die in unserem eigenen privaten Hangar drin, das ist dann alles auch persistent, und warten darauf, dass irgendwer die Ware braucht. Das kommt also auch ganz, ganz stark auf die Ware drauf an, was das jetzt ist. Ja, wir warten quasi auf den Mangel der Ware, auf hohe Preise, dann laden wir es wieder ins Schiff rein und verkaufen das. Und das Schöne ist, wir können währenddessen unser Schiff frei weiter benutzen, weil wir haben ja alles in den Hangar reingeladen. Das gleiche gilt auch dann beispielsweise für irgendwelche Frachtquests. Ja, wo wir also auch dann irgendwelche persistenten Hangars haben mit diesen Frachtkränen und dann werden die auch entsprechend be- und entladen. Das ist also alles so ein komplett haptisches Gameplay. Wie viele Leute man dann braucht im Endeffekt und wie lange das Ganze dauert, weiß ich natürlich nicht. Wir kennen die alten Konzeptbilder von 2017, glaube ich, sind die. Ich weiß gar nicht mehr, von wann die sind. Da waren mehrere Stunden eingeplant auf dem Konzeptbild für das Be- und Entladen von zum Beispiel einer Caterpillar. Das kann sein, dass es auch wirklich so kommt. Ich habe mal irgendwann in eine Doku gesehen, da ging es um solche großen Containerschiffe im Real Life, die in China beladen werden, dann nach Europa fahren oder andersrum. Und da war die Rede davon, dass so ein großes Containerschiff einige Stunden braucht. Also weniger als einen Tag auf jeden Fall. Aber so ein Containerschiff kann ich jetzt nicht mit einer Caterpillar gleichsetzen. Ein Containerschiff wäre eher sowas wie eine Hull. Das heißt, ich denke mal, es wird sich schon im Rahmen von einer halben Stunde bis zwei Stunden irgendwo einpegeln, je nach Schiff und je nachdem, wie viel ich auch selber bereit bin, damit zu machen.
Ja, denn sie wollen ja belohnen, dass man das selber macht. Wenn sie es nicht belohnen, macht es ja keiner. Ne? Also sie müssen also irgendwie einen großen Vorteil davon geben, dass du selber Hand anlegst mit deiner Crew zusammen oder vielleicht sogar, ich meine, das ist ja ein MMO, das darf man nie vergessen. Es macht vielleicht so, oder es ist vielleicht sogar einfach total sinnvoll zu sagen, ich lande mit einem großen Handelsschiff in einer Raumstation und schreibe dann in den Chat rein von der Station. Oder ich mache halt so eine Quest auf. Ich brauche Leute, die mir beim Entladen helfen. Ich zahle so und so viel. Und dann kriegst du halt Spieler, irgendwelche Randoms, ja, oder vielleicht hast du auch eine Gilde, eine Orca, hast Freunde, die dann auch so mitmachen. Die kommen dann alle rein und helfen dir beim Entladen oder auch beim Beladen des Schiffes. Also das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass dieses ganze Multiplayer darf man nie aus dem Auge lassen. Ich glaube, das wird generell zu oft gemacht. Also ich glaube, die meisten stellen sich immer so ein bisschen vor, sie nehmen ihr Schiff, tuckern dann ein bisschen durch die Gegend und machen dann ihren Kram ganz alleine und der Rest der Welt ist mir egal. Aber das ist ja gerade nicht Star Citizen, sondern das wäre ja Singleplayer-Spiel. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da verschiedene Möglichkeiten anbieten und es auf jeden Fall, und davon bin ich fest überzeugt, es auf jeden Fall unrentabel machen, das Ganze zu automatisieren. Also es wird bestimmt eine Automatisierung geben, dass du sagen kannst, hey, liebe Raumstation, bitte entlade mal mein Schiff, aber das wird dann halt x Stunden dauern und dann musst du dir die Frage stellen, bin ich bereit, das abzuwarten oder nicht? Ist auch die Frage, ob es Ingame-Zeit ist oder Echtzeit. Ich bin ja immer persönlich ein Fan von Ingame-Zeit, weil wenn es Echtzeit ist, dann, naja, gehe ich halt pennen und nächsten Tag auf Arbeit und wenn ich nach Hause komme, ist alles erledigt. Das ist irgendwie doof. Aber wird man alles noch sehen, wie sie das dann am Ende machen. Aber ich glaube, gerade dieser Multi-Crew- und Multiplayer- und MMO-Aspekt ist da ganz, ganz wichtig, gerade beim Cargo Refactor. Wir haben verschiedene Quests, wir haben verschiedene Verträge, die es später geben soll beim Trading, wo du dann eben auch sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier einen sehr lukrativen Handelsvertrag, ich gebe jetzt einen Teil des Geldes an andere Leute ab, die vielleicht gerade auf der Raumstation sind, die in der Stadt sind, die vielleicht gerade selber nichts groß zu tun haben. Und es ist ja eigentlich auch so ein bisschen wieder in Richtung Endgame, gerade im fertigen Spiel, sie brauchen ja irgendwie Endgame. Und das Endgame beim Trading sieht ja so aus, dass du sehr, 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 sehr große Mengen verschiffst und möglichst auch von irgendwelchen wertvollen und so weiter Waren. Das heißt, ich brauche also nicht nur Leute, die mir dann dabei helfen, das Schiff zu B- und Entladen. Ich brauche vielleicht auch noch eine Eskorte. Das heißt, ich kann also auch dann beim Cargo Refactor, der macht das ja letztendlich möglich, dass ich dann sagen kann, ich gebe dir vielleicht eine Kiste ab. Ja, oder ich gebe dir einfach nur Geld und du eskortierst mich oder ihr zwei eskortiert mich mit euren Gladius-Jägern. Ich zahle euch vielleicht noch die Miete vom Schiff oder wie auch immer. Dass man halt vielleicht seine Reise nicht alleine macht, wie es aktuell der Fall ist, sondern sich halt Leute holt. Ich meine, theoretisch geht es ja aktuell schon. Also man kann ja schon jetzt im Spiel theoretisch auf einer Station sagen, hey, ich hätte gerne Eskorte, aber A, es wird dir kaum einer helfen und B, macht es auch einfach keinen Sinn momentan, weil die Mechaniken dafür fehlen. Das heißt, der Cargo Refactor ist also auch dafür letztendlich eine grundlegende Mechanik, um einen Sinn dafür zu haben, dass man dieses MMO so spielt, wie es ja vielleicht auch wirklich gedacht ist. Ein letzter Punkt, den ich noch mit anbringen möchte, ist, auch wieder Richtung MMO, beim Cargo Refactor, wir können ja aufgrund der Persistenz der Spielwelt mit Entity Streaming, was mit 3.18 kommt, können wir ja theoretisch alle möglichen Objekte irgendwo hinlegen. Und das macht dann vielleicht auch durchaus Sinn, zum Beispiel irgendwelche illegalen Waren, Schmugglerwaren oder andere Dinge nicht zu einer Station zu bringen, mit der Gefahr gescannt zu werden, sondern die auf einem Mond oder auf einem Planeten, in einer Höhle, irgendwo zwischenzulagern. Also so eine Art kleines Lager irgendwo bauen oder halt bei einer Spielerbasis später oder bei einer NPC-Basis, die mit uns vertraut ist, das Zeug entsprechend abzulagern. Und dort entsprechend die Sachen zu stapeln, die Kisten hinzubringen und die Container und so weiter und so fort, um dann von dannen zu ziehen und vielleicht an dem Schmuggeltypen, dem Schwarzmarkttypen, das kann ja ein Spieler oder NPC sein, zu ermöglichen, diese Waren dann Stück für Stück zu verkaufen mit hohem Gewinn. Und irgendwann trifft man sich und dann kriegt man dann quasi so ein bisschen seine Auszahlung. Weil es ist ja auch so, der Händler oder der Schmuggler, der will ja nicht zwingend die Ware selbst verkaufen, der ist ja nicht zwingend selbst ein Verkäufer. Aktuell rennen wir einfach nur zur Börse und drücken auf den Knopf. Aber irgendwann wollen wir vielleicht auch einen Zwischenhändler haben. Und da kommt dann wieder beispielsweise ein Banu Merchantman ins Spiel, die ja nicht von A nach B fliegt und irgendwelche Kisten tradet in dem Sinne. Das kann sie zwar auch machen, aber eigentlich, ja, willst du vielleicht gerade einen fahrenden Transporter treffen im Weltraum? Na, was weiß ich, eine große Caterpillar, die hat irgendwelche coolen Waren geladen.
von einem anderen Sternsystem, wo du als Merchantman-Besitzer vielleicht gar nicht hin willst, weil es zu gefährlich ist. Und dann kommt der Typ an Bord bei dir, kann ja NPC oder Spieler sein, man trifft sich, man trinkt was, man macht einen Handelsvertrag oder ne, irgendwie so und verhandelt letztendlich, wie viel Waren bekomme ich und wie viel Geld bekommt der andere dafür. Und dann landen die Waren im Zweifel ja dann in der Merchantman im Frachtraum. Und dann hast du wiederum Shops im Spiel, die diese Waren dann verkaufen können. Dann kannst du also irgendwo landen und diese sehr wertvollen Waren dort an Mann und Frau bringen. Die warten vielleicht nur drauf oder würden halt entsprechend sehr, sehr hohe Preise zahlen. Das heißt, auch da ist der Cargo-Refactor wieder so ein wichtiges Thema, was ganz, ganz viel möglich macht an Gameplay, was geplant ist, was gewollt ist, was MMO-fördernd ist. Ne? Weil ich die Waren und die Kisten halt wirklich bewegen kann, weil ich sie haben dann kein Eigentums keine Eigentumszuweisung mehr. Also der das Schiff besitzt, ist nicht mehr zwingend der Eigentümer, sondern es ist immer der sie gerade in der Hand hat, sozusagen der Eigentümer, und kann dann diese wieder weitergeben und vielleicht auch öffnen und einzelne Sachen da rausnehmen, ne? Und so weiter. Also jede Menge Kram. Ich denke, der Cargo Refactor ist also deswegen ein ganz, 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 ganz wichtiges technisches Feature und auch ein ganz, ganz wichtiges Gameplay-Feature, weil es einfach auch viel Gameplay selber schon mit sich bringt und jede Menge Gameplay darauf aufbauend möglich machen wird. Zumindest, wenn sie ihre Pläne so umsetzen, wie sie das vorhaben, und werden mal sehen, wie sie da generell das Ganze am Ende machen. Schreibt wie gesagt eure Sicht mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und war auch ein bisschen erleuchtend. Vielleicht noch ein kleines Schlusswort an der Stelle. Habt keine Sorge, dass CRG irgendwelche Time-Sync- und Time-Gating-Mechaniken reinbaut, wo man AFK wartet. Das ist nicht ihr Ziel. Das ist ganz wichtig, nicht ihr Ziel. Ihr Ziel ist es, dass man das Spiel spielt. Dass man halt nicht rumsteht und wartet, sondern wirklich irgendwas tut. Also sein Gameplay spielen kann, was man machen möchte. Und werden mal sehen, wie sie es dann am Ende balancen. Es wird bestimmt am Anfang so ein bisschen komisch sein. Ich bin mal gespannt drauf, mit 3.18 kommt es ja rein, da gucken wir uns mal an. Wie viel dann da schon geht und vor allem, was dann darauf aufbauend kommt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nachher gleich um 18 Uhr auf Twitch mit dem nächsten Alien Week Livestream und mit dem Getac Raylan LTE Giveaway. Kommt da gerne mit rein. Link ist unten wie immer im angepinnten Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. 65 degrees. Last time I asked. Last time I heard you speak. You shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?